Nach einer Woche in Schweden sind wir jetzt in Norwegen angekommen. Wir haben noch einen Tipp für euch. Nach der Grenze von Schweden fahren wir ein Stück das Festland entlang und nehmen dann eine Fähre auf die Lofoten. Hier erwarten uns die schönsten Landschaften, aber auch bei uns läuft nicht immer alles glatt. Die Aussicht hier hätte sehr schön sein sollen. Aber von vorne. Nach einer Woche in Schweden entscheiden wir recht spontan, nicht bei Kiruna, sondern schon weiter unten die Grenze nach Norwegen zu überqueren. Wir sind jetzt in Norwegen angekommen, wir sind gerade eben über die Grenze und haben jetzt mehr oder weniger den erstbesten Stellplatz genommen. Gucken, was uns die nächsten Tage erwartet. Bis jetzt. Sieht ganz nett aus. Was gibt's heute Leckeres? Es gibt heute Bowl. Ich hatte das letztens in Östersund gegessen, bei einem Japaner. Und es war so lecker und jetzt haben wir beschlossen, es selbst zu machen. Mal gucken, was bei uns auch so gut schmeckt. Was sind die Zutaten? Wir haben erstmal Reis gekocht und dann ja, kann man da eigentlich dazu machen, was man will. Wir machen jetzt Avocado. Matthias hat Zucchini angebraten, haben noch Tomaten und Karotten aufgeschnippelt. Hier noch gefrorene Edamame auf der Fahrt aufgetaut und dann gibt es noch ein Dressing drüber und Sojasauce über den Reis. Und dann war es das auch schon. Mega lecker. Gut geschlafen? Ja, ganz gut. Wir fahren heute Richtung Narvik hoch. Und dort werden wir die erste Wanderung wahrscheinlich machen. Also das Wetter ist ja perfekt, so die Sonnenschein. Wir stehen zwar noch im Schatten, aber es soll richtig, richtig gut werden. Deswegen die Chance müssen wir nutzen. Und so setzen wir unsere Reise Richtung Norden fort. Wir machen jetzt die erste Wanderung unserer Reise. Wir sind ja mittlerweile in Norwegen und jetzt geht's da hoch. Und zwar keine besonders schwere Wanderung, keine lange, aber wir haben ein bisschen was zu produzieren. Und das machen wir da jetzt. Deshalb sind wir so voll gepackt. Wir werden nicht da oben übernachten, aber ja, wir freuen uns. One more night to sing a song, see the light dance along an empty floor I've come to know quite well. Oben angekommen genießen wir die traumhafte Aussicht mit einer frischen Tasse Tee. Underneath its spell, just for now, bid you farewell. Wie schön, endlich wieder in Norwegen zu sein. Try to forget all the rest. Remember my good intentions. Nach dem Frühstück fahren wir weiter und ich habe heute endlich die Möglichkeit, wieder zu angeln. Das ist Angeln mit Blick auf die Lofoten. Nach ein paar Würfen hatte ich unser Mittagessen zusammen und wir sind weiter an die Fähre nach Bognes gefahren. Von Bognes aus nehmen wir die Fähre nach Lodingen und sind in weniger als einer Stunde auf den Lofoten. Ein Vorbuchen der Fähre ist nicht erforderlich. Beim Einfahren auf die Fähre wird das Kennzeichen gescannt und eine Rechnung wird zugeschickt. Auf den Lofoten angekommen, suchen wir uns ein sonniges Plätzchen und braten uns erstmal die gefangenen Makrelen. Danach geht es weiter Richtung südliche Lofoten und wir überqueren die Storholmenbrücke. Hier suchen wir uns ein Plätzchen zum Schlafen. Guten Morgen! Heute ist ein regnerischer Tag. Es ist alles grau, aber das macht nichts. Wir machen es uns jetzt gemütlich und arbeiten eine Runde. Dann fahren wir weiter rein in die Lofoten. Genau, wir sind gestern auf den Lofoten angekommen. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt.
An einem Campingplatz, an dem wir, oder kein Campingplatz, aber ein Spot, an dem wir letztes Jahr schon waren. Damals waren wir ganz alleine, aber mittlerweile ist der wohl auch bekannter. Wir stehen hier zu viert. Und ja, schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, dass die Lofoten noch relativ voll sind. Also mal gucken, wie es wird. Da für die nächsten zwei Tage erstmal Regen gemeldet ist, suchen wir uns ein schönes Plätzchen auf dem Campingplatz. Wir haben noch einen Tipp für euch. Für 50 Cent bekommt ihr diese Kartoffelfladen. Die gibt es da bei den Burger Buns und so weiter und sind extrem günstig, schmecken super gut und ja, also wir haben uns damit jetzt ein bisschen eingedeckt. Auf dem Campingplatz lernen wir Sarah und Cedric mit ihrem Kater Pablo kennen. Als nach ein paar Tagen das Wetter wieder besser wird, entscheiden wir uns, gemeinsam zur nächsten Hütte zu wandern und Stockbrot zu grillen. Gemeinsam überlegen wir uns, was wir die nächsten Tage noch so machen können und entscheiden uns, am selben Tag noch den Rheinebrunnen hochzuwandern. In Rheine treffen wir uns mit Laura und Roman und wandern gemeinsam die 1738 Stufen auf den Rheinebrunnen hoch. Oben angekommen werden wir mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Heute ist das Wetter schon besser, aber noch nicht ganz so, wie wir es uns wünschen. Deshalb haben wir jetzt noch nicht die krasse Wanderung gemacht, sondern haben uns für den Rheinebrunnen entschieden. Es ist besser als gar nichts zu machen und der Ausblick ist immer mega schön. Wir haben ihn schon zweimal gemacht, aber ja, also er lohnt sich einfach immer wieder, vor allem an einem Tag wie heute. Die Aussicht ist einfach gigantisch. Heute gibt es Blätterteigpizza aus dem Omnia. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es da rauskriege. Aber gut sieht's aus. Jetzt geht's den Berg hoch. Wir sind mal gespannt, ob es was wird. Es gibt blauen Himmel, aber der Berg ist aktuell noch umringt von Wolken. Also könnte richtig cool aussehen, könnte aber auch richtig beschissen werden. Wir werden sehen. Thank you.
totaler Déjà-vu. Danke. Also, wir sind jetzt diese 700 Höhenmeter sehr steilen Weges hier hochgeklettert, weil wir auf eine sehr schöne Aussicht gehofft haben. Doch wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, die Aussicht hier hätte sehr schön sein sollen. Eine der schönsten hier. Und die war wirklich anstrengend, die Wanderung. Am Ende haben sich der Aufstieg und das Warten doch gelohnt, denn plötzlich bilden die Wolken eine Lücke und geben den Blick auf die Bergspitze frei, während wir von einem Wolkenmeer umgeben sind. Auf dem Rückweg hat sich Matthias noch den Fuß verstaucht und wir wissen nicht, ob er nächste Woche überhaupt noch wandern kann. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir dafür dann unsere ersten Nordlichter?